Wen wollen Sie denn anzeigen? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich kenne nur den Internetnamen. Ja, das ist eine gute Idee. Machen Sie das mal. Zeigen Sie den mal an. Aber vielen Dank, dass Sie uns darauf hingewiesen haben. Es ist so, danke für nichts dann immer. Und jetzt verlassen Sie das Gebäude. Ja, genau richtig. So, es wird dunkel, die Nacht bricht herein. Du könntest ja hier hinten, ganz am Ende, ja schon mal hergehen und das, was wollte ich sagen? Das ein wildes Kannst du ja mal du meinst nicht das da hinten, wo gerade ein Enderman rumläuft, ne? Doch, doch, da kannst du mal hingehen. Nö, das, Moment doch, nicht. Mach mal. Warum denn nicht? Der tut doch nichts. Der zwickt höchstens mal. Der da runtergefallen. Ich werd bekloppt. Machst du denn auch? Klappt. Ja, dann direkt mal Glas. Du holst direkt mal Glas. Ich dachte, wir haben noch welches. Du weißt noch, wie man diese Werfer baut, weil wir brauchen da noch ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück von. Ja. Nur mal, um es mal gesagt zu haben. Und wir brauchen noch eine, wenn du noch eine Hure mitbringst. Gucken, ob ich eine parat habe gerade. Eine Diamanthure. Wenn dann auch mit Stil, ne? Wir wollen ja nichts Billiges. Willst du tatsächlich eine Diamond Hoe haben? Nee, Quatsch. Dafür verbraten wir keinen Diamanten für eine normale Hoe habe ich. Eine normale Hoe hasse. Ja. Ja gut, eine normale, aber nur heute. Okay. Normalerweise lege ich ja Wert auf Klasse. Das darf auch keiner hören. Gut, dass das hier alles keiner mitkriegt. Gut. So, was wolltest du jetzt haben? Ich habe jetzt Glas mitgenommen. Wir brauchen Werfer. Werfer, ja. 6 Stück. Benötigen wir. Dazu benötigen wir normales Holz. Nee, gar nicht. Wir brauchen Cobblestone, Bögen und Redstone. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das mit den kaputten Bögen funktioniert. Ja auch. Sonst müssen wir noch welche bauen, das wäre voll ätzend. Ich meine, die Materialien haben wir ja, aber ne? Trotzdem doof. Da hinten kommt ein Bogengeschütz. Ein Bogengeschütz. Ist auch cool. Zack, zack, zack. Und noch eine Riege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 1, and 2, and 3. Nee, wir brauchen komplette Bögen, komplett neue. Echt? Boah, wie ätzend. Ja. Da haben wir schon so viele und dann können wir die nicht mal nehmen. Das ist ja Abfuck. Na, ich mach's trotzdem mal eben fertig. Übelster Abfuck. Heute mal ausrasten hier. Let's Play Ausraster. Let's Play Ausraster for fun. Ja, let's Ausrast. Let's Eben. Ausrast ist auch gut. Gibt's bestimmt schon. Ich bin mit einer Lederkappe in meinem Inventar da bestimmt irgendein Viech fallen lassen. Ich weiß nicht, was du so nach Feierabend machst. Mit Lederkappen. Kann ich nicht sagen. Habe ich nur die Lack- und Lederkappen. Ja. So, was haben wir denn jetzt hier? Was haben wir denn jetzt hier? Jetzt müssten wir noch Hölzer dort drüber werfen. Und hier hättest Hölzer du gerne nochmal gehabt? 5? 6. 6. Erstmal 6 Bögen. Ne, geh du mal weg, bitte. Scheiß Creeper. Voll mir alle wieder in die Luft gejagt, hier, was ich gerade gebaut habe. Ja, komm mal her.
Komm mal schön her und stirb, danke. Komm mal bei mich bei. Genau. Und wenn ich sage, setz dich da, hör mal, dann setzen die sich da. Da ist schon wieder einer. Kein Krieger diesmal. Ein Zombie! Ein Zombie, nicht ein Zombie. Darf man ja gar nicht sagen. Der fühlt der werte Herr sich noch auf den Schlips getreten. Gottes Willen. So wollen wir ja auch nicht. Kobbel, kobbel, kobbel. Kobbel, kobbel, kobbel. Kobbel, kobbel, kobbel. Das sind drei. Werfer. Kobbel, 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 kobbel. So. Holz, Holz. Da muss kein Holz hin. Da muss... muss da hin? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, das. Ich höre Zombie-Schritte. Boah, ist aber schrecklich, wenn man keine Wände hat, ey. Ja, wir sind schon arm dran. Ja, echt. Schlimm. Schlimm so, ich hab hier Werfer für dich. Yay. Wo sind sie da? Und er wirft mir die Werfer zu. Was wolltest du noch haben? Erde oder? Weiß ich gerade nicht, was ich noch haben wollte. Okay, da kommen übrigens drei Zombies gerade hinter dir. Nicht mehr lange. Hallo, wollt ihr Party? Party? Party gefällig? Nee, ein bisschen Party, ne? Ein bisschen Party geht immer. Oh noch. Oh, verdammter Zombie. Und seine Frau auch. Kind hast du schon erledigt? Das Kind war diesmal nicht dabei, das ist schon im Bett. So. Nur die Eltern sind alleine gekommen. Und euer Onkel ist auch noch da. Und da kommt noch die Tante. Ich bin schon wieder fast Level 30. Ich bin jetzt 32. Ey, das geht doch gar nicht. Du hast einen XP-Cheat. So. Ja, ganz easy, die Mod einzusetzen. Cheater! Cheater! Weißt du, dadurch, dass es ja dein Server ist, ja ganz einfach die Sachen installieren. Das ist wohl wahr. Stimmt, du hast ja gar keine Zugänge. Ich erinnere mich, da war ja was. Huch, jetzt habe ich das Ding dann hingebaut. Und warum ist ja kein Wasser? In diesem Graben, hä? Huh? How the hell did that happen? Marzel, was hast du wieder gemacht? Ich habe nichts gemacht. Irgendjemand muss es doch gewesen sein. Verdächtigst du Milch? Nein. Käme ich dazu. Vermutlich, weil ich recht habe, ne? Ja, ich wüsste. Mann. Du bist momentan angegriffen. Hast du gemerkt, ne? Ja, merkst du, ne? Hat dir getan, wa? Wa? Da in die Spinne rastet völlig aus. In dem Ding. So, mein Gott, also es geht relativ zügig voran. Huch. Ich habe hier was im Gesicht. Das Glas hast du immer noch, oder? Ich hab Glas, ja. Möchtest du auch noch Deck haben? Ja, wenn du noch welchen hast, dann werfen wir welchen zu. Wirk. Und er wirkte Glasscheiben. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und über die Werfer kommt. Okay, da kommt das hin. Ich verstehe, ich weiß auch warum. Ein Fuchs ist er. Ein Füchschen ist er. Mann, Mann, Mann. Was für eine ausgefeilte Technik der Junge sich hier wieder überlegt hat. Ach. Faszinierend ist das. Faszinierend. Ich sage es euch, Leute. Guckt euch an, wenn es fertig ist. Es ist. Ganz schön knifflig. Ich habe mich auch gerade dazu entschieden, die Werkbank oben einfach mal zu lassen. Werkbank? Sehr gut aus.
Da oben in der Mitte, ja, ist ein Traum. Doch, kann man so verkaufen. Kann man so Geld für nehmen, doch. Ist das im 1-2? Ja. Und hier, und hier, und hier, und hier, und hier. Und oben drauf kommt Holz, ne? Ne? Du weißt ja gar nicht, wovon ich rede, aber oben drauf kommt Holz. Auf der Linie kommt dann wieder Holz, das ist richtig, ja. Hab ich wieder gut erkannt. Und dann kommen Schlippidi-Schlappidis. Und dann kommt wieder Holz. Mit Spannung erwartet das Phänomen und dann kommt was? Trommelwirbel, Trommelwirbel, Schlibbidi, Schlabbidis. Und zur Abwechslung mal Holz. Und Slibbidi, Slibbidi, Slubbidi. Schlabbidi, Babbidi. Und ich bin fast am Ende. Nicht ganz, nicht mal annähernd. Das ist aber auch Nerven, ein hohes. Oder? Das ist aber auch ein hohes Ding, meine Güte. Ja, muss ja es auch ja wieder hoch hinaus, ne? Wolltest du eigentlich noch eine Ho? Eine Ho? Fällt er gerade unten zu Boden. Du sagte er und wirf mir das Ding auf den Kopf. Wurf mir nicht, wirf. Weißt du, ich hab ja schon ein Loch im Schädel, weil er hier mit Hose rumwirft. Weißt du, andere Leute werfen Fuffis im Club, er wirft direkt die Hose. Ich werf direkt die Hose im Club. So durch die Gegend werfen. Geile Vorstellung, auch geile Vorstellung. Ja, das ist jetzt nicht perfekt. Ja, doch, kann man so lassen. Ist egal. Kein Weltuntergang. Noch keiner. Da muss ich für dich ja bald meine ganzen Eimer verbraten. Ja, okay, wir haben ja noch ein bisschen Eisen da, wo wir noch ein paar Eimer ausmachen können. Meinst du? Also zwei, drei Eimer. Meinst du, das kann ich kann einfach die Eimer für dich... Einfach so verwerten. Ja, das Schöne ist, dass ich verwerte hier auch direkt für dich. Damn it. Damn it, he got me. Fair enough. Ach ja, wird das hübsch. Nee, nee, was wird das hübsch, Junge? Was wird das hübsch? A hübschen wieder, a hübschen. A jans hübschen wieder. Wie ist das da gebaut? Was baust du denn da? Okay, das, ich baue erstmal hier unten weiter. Ich kapiere noch nicht genau, was du da eigentlich gerade verzapfst. Meinst du jetzt hier den einen in der Mitte, oder was? Nee, nee, ich lass dich da erstmal machen. Mach du da erstmal fertig. Du wirst schon wissen, was du da tust. Du bist der Mann mit dem Zell und dem, ne? Dem aufgemalten Objekt. Der Begierde. Der Mann mit den Zetteln. Der Mann mit den Zetteln. Der Zettelmann. Es war einmal ein Mann, der hatte ganz viele Zettel. Marcel. Oh, ich habe zu viel Holz gemacht. Das ist blöd. Jetzt muss dieses läppisch grinsende Lazuli mal eben dran glauben. Erde weg. Unten als Abschluss. Ich renne mal kurz hin. Da ist viermal Holz auf jeder Seite. Alles klar. Ich verstehe. Müsste jetzt genau. Uno, dos, tres, cuatro. Und uno, dos, tres, cuatro. Heißt aber cuatro? Heißt er nicht 14 oder so ähnlich? Nee, es war eine andere Sprache. Nee, ist schon richtig. Ich bin so sprachbewandert. Ich bin ja hier der große Sprachkünstler. Ich bin ja ein wahrer Sprachphilosoph. Virtuose ist auch gut. Ich werde also immer besser. Was sind denn so deine gängigen... Je mehr ich drüber rede. Sprachen, die du so fließend von dir geben kannst. Also, was ich nicht hinkriege, ist Deutsch. Also, ein bisschen Hochdeutsch. Da ist doch noch so ein Schweizer Akzent drin, ne? Ein Schweizer Akzent könnte man. Nein. Gottes Willen.
So, Schlippidis. Ich habe I'm out of Schlaps. Out of Schlaps? Ja. Holz oder? Nee, auf Steinschlaps. Steinschlaps. Oh, ich auch gleich. Ich habe nur noch 64 und 47. 64 und 47. Dann, und meine. Aber nein! Ich weiß, dass in den Öfen ganz viel. Sie ist tot. Sie ist tot. Sie ist gestorben. Deine Spitzhacke oder was? Nein. Meine Höhe. Oh. Meine Höhe hot. Ist tot. Aber hast du denn nicht von mir gerade noch eine Höhe gekriegt? Ja, aber die ist ja tot. Die war doch noch grün. Ja, die ist fast tot. Mehr. Neue Höhe. Hast du noch eine Höhe? Yay, ja, noch eine Höhe. Ich war auch fast fertig. Mir fehlt nämlich noch. Ja, gut. Ein Feld. Dann da überall Wasser drin? Ja, ne? Ja, sieh ja. Ja, sieh ja. Junge, hab ich alles schon gemacht hier. Wenn du da irgendwas rumsortiert hast, hab ich alles schon gebaut, Mann. Hab ich da alles schon fertig, Mensch. Ist alles. Können. Ist doch alles schon fertig. Ist wie aus der Fritteuse, hör mal. Alles fertig? Ja, alles fertig. So, dann werde ich jetzt mal. Auf welcher Höhe hattest du die Schilder angebracht? Hier oben dran? Also zuerst kommt ja der Knüpsche. Ich meine die Schilder, wo kommt die hier oben? Die sind eigentlich direkt da drüber. Also hier? Ja, genau. Gut. Kann ja mal kurz was zu dem Bewässerungssystem erzählen. Naja, mach gleich. Lass das lieber zeigen, wenn es fertig ist. Das ist viel cooler. Gut. Meinst eher mit dem Show-Effekt? Richtig, Show-Effekt. Show-Effekt. Wir mögen doch den Show-Effekt. Ich habe so viel Scheiß hier dabei. Ich bringe mal den ganzen Kram weg. Ich habe irgendwie Pilze und Netherwarzen im Inventar. Das ist voll sinnvoll. Cool. Also macht echt massig Sinn, das Ganze mit sich rumzuschleppen. Hier gerade im Moment. Jetzt komme ich nicht in die Tür rein, weil ich gerade weggeguckt habe. Ist auch intelligent gewesen. Und hopp. Falls noch da ist, kannst du auch Glas mitbringen. Ich muss erstmal überhaupt gucken hier, wo ich was einsortiere. Was habe ich denn hier jetzt über? Hier ist noch ein Lapus. Ein Lapus Lapus. Ich pack die ganzen Pilze, Weizen und die ganzen Samen erstmal alle mit in die Futterkiste, ne? Ja, da gehört okay. Zwar eigentlich nicht rein, aber da müssen wir nochmal eine Samenkiste machen später. Eine Samenbank. Genau, wir machen noch eine Samenbank. Man könnte eigentlich rechts und links könnte man das Holz so erweitert dran machen, dass es tatsächlich aussehen würde wie so eine Bank. Und dann zwei Kisten in der Mitte hin. Nein, das ist was für eine Idee. Nein, das machen wir nicht. Sowas würden wir niemals. Eben. Sowas würden wir niemals nicht auf solche Ideen und so. Ne, also das nein, also nein, also. Also, ne, wenn ich schon also sage, dann haben wir das in 5 Minuten fertig. So, hier sind noch ein paar Truhen. Was wollte ich jetzt eigentlich holen? Hier ist noch ein Rahmen. Hier ist Ramos der Rahmen. Was brauchen wir denn noch? Die Türen könnte man eigentlich mal behalten, ne? Wir brauchen aber nur eine. Wir brauchen keine zwei. Wir brauchen... Was brauchen wir denn noch? Der Herr. Wir brauchen noch... Labs und Glas. Slabs und Glas. Glas ist noch 1,5 Stacks da. Und Slabs sowohl und Holz Slabs als auch sind Stein. Noch mindestens 2. Ja, ich habe noch über 2 Slabs aus Holz. Komm hier als Sonnenverdunkelung. Hast du gerade Holz? Also wir benutzen jetzt Holz-Slabs mittlerweile. Ja. So. Dann die Sonnenschutztechnik, die hier angewandt wird. Achso, du hast quasi aus den Jalousien entworfen. Richtig. Ja. Man merkt, der Mann ist vom Fach.